Hallo und herzlich willkommen. Die Handwerkskammer Koblenz beschreitet seit langer Zeit außergewöhnliche Wege, um Schüler und Jugendliche ans Thema Handwerk heranzuführen. So auch in diesem Jahr, da wurden gleich zwei Projekte ins Leben gerufen. Zum einen die Hellewegs und zum anderen ein Tanzprojekt, das wir Ihnen am Ende der Sendung vorstellen möchten. Doch zuerst zu den Hellewegs. Dazu begrüße ich bei mir Mareile Wilbert, die Projektleiterin. Frau Wilbert, was sind denn die Hellewegs? Was kann man sich darunter vorstellen? Hellewegs sind handwerklich begabte Wesen, sie sind helle, aufgeweckt und es ist auch kein Zufall, dass da die Initialen HWK drinstehen. Die stehen ja für Handwerk oder für Handwerkskammer. Sie machen Appetit aufs Handwerk und sie stellen unterschiedliche Berufe vor. Hauptprotagonisten sind Schräubchen und Rädchen, die im Wald der Hundertwasser leben und mit einem Knall erleben sie eine ganz große Herausforderung und sie lernen das menschliche Handwerk kennen. Und es ist einfach eine spannende Abenteuergeschichte. Wie kam es denn überhaupt zu den Hellewegs? Also das Ganze entstand 2006. Da hatten wir das Grundschulfest zum ersten Mal mit Stefan Gemmel, dem Kinderbuchautor aus Lehm, der dort eine Lese- und Schreibwerkstatt veranstaltet hat. Und das ist bei den Kindern gut angekommen, das ist bei der Handwerkskammer gut angekommen, sodass wir uns gesagt haben, mit diesem jungen, engagierten Autor möchten wir gerne weiter zusammenarbeiten. Und aus dem Projekt sind mittlerweile sehr viele Projekte entstanden. Es gibt ein Taschenbuch, das am 1. April 2008 erscheinen wird, zusammen mit einer gebundenen Ausgabe. Dieser gebundenen Ausgabe liegt die CD mit Thomas Anders und Sister Nova bei. Das ist der Titelsong. Und es gibt auch noch eine Literaturwerkstatt, Werbematerialien und zusätzliche Praxisangebote. Inhaltlich haben wir sehr stark mit der ADD, mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Koblenz zusammengearbeitet, mit Grundschulen und mit dem Buchhandel. Und auf der kreativen Ebene gab es auch verschiedene Aktionen schon, einen bundesweiten Illustratorenwettbewerb, wo es darum ging, den Illustrator für das Buch zu finden. Wir hatten Kreativworkshops für Kinder und einen Songwriter-Contest mit Thomas Anders. Okay, aber jetzt ist das Buch ja speziell an Schüler zwischen 8 bis 10 Jahren gerichtet. Ist das nicht ein bisschen früh? Nee, überhaupt nicht. Weil Kinder sich schon im Alter zwischen 5 und 8 Jahren für Berufe begeistern, teilweise sogar auch Berufsentscheidungen treffen. Und Kinder sind offen, sind neugierig und das wollen wir gerne nutzen, um ihnen Angebote zu unterbreiten, an denen sie sich orientieren können. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir schon viel von den Hellewegs erfahren, aber natürlich haben wir für HWK TV auch mal für Sie hinter die Kulissen geschaut. Und so sehen sie aus. Klein, gelbgrün und nett. Das sind sie, die Hellewegs. Sie nehmen die Kinder mit in den Wald der 100 Wasser. Handwerklich geschickt und gut organisiert sorgen sie in ihrem Reich für Ordnung und machen sich mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten für den Wald und die Tiere darin stark. Angeführt vom Meister leben sie abgeschottet von den Menschen, freuen sich an jedem neuen Tag, sind füreinander da und gehen friedlich ihrem Handwerk nach, bis alles ganz anders kommt und sie auf einmal vor die Herausforderungen des menschlichen Handwerks gestellt werden. Entstanden sind sie für die reale Kinderwelt in einer virtuellen, am Zeichentisch und Computer von Illustratorin Kati Vogt. Durch sie lernen die Hellewegs das Laufen und treiben es bunt auf Büchern, Unterrichtsmaterialien und Werbematerialien. Zu ihrem Erscheinen in der Welt der Menschen im April feiern die Hellewegs eine große Party in den Werkstätten der Handwerkskammer Koblenz. Bereits jetzt haben sich schon knapp 3000 Grundschüler aus ganz Rheinland-Pfalz zum großen Grundschulfest am 7. April angemeldet. Selbst Schirmherrin Doris Ahnen kommt zum Fest. Sie lässt es sich nicht nehmen, aus dem Buch sind die Hellewegs noch zu retten, vorzulesen und die Bücher zu signieren. Und bevor Thomas Anders zusammen mit Sister Nova für die Kinder und Hellewegs am Fest rockt, hat er sich in den Berufsbildungswerkstätten umgeschaut und war überrascht über die Atmosphäre in den Ausbildungszentren der Handwerkskammer, über die konzentrierte Arbeit der Lehrlinge, die ihn freundlich begrüßten. Neben vielen Informationen über die berufliche Vielfalt des Handwerks nahm sich Thomas Anders auch Zeit für Gespräche mit den Jugendlichen und freut sich nun umso mehr auf seinen Auftritt im Rahmen des Schulfestes bei der Handwerkskammer Koblenz, das in diesem Jahr ganz im Zeichen der Hellewegs steht. Für Thomas Anders ergibt sich mit der Verbindung aus Musik, Kinderbuch und beruflicher Orientierung im Handwerk die Möglichkeit, sich als bekannter Popstar in diesen wichtigen Lebensabschnitt der Kinder einzubringen.
Schritt für Schritt zum Ausbildungsplatz. Mit einem neuartigen Konzept möchte die Handwerkskammer Jugendlichen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern. Dank Emotion, so heißt das neuartige Tanzprojekt, sollen Jugendliche Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, Pünktlichkeit und Durchhaltevermögen erlernen. Die Erfahrungen mit Teilnehmern an berufsqualifizierenden Maßnahmen zeigen, dass das größte Hindernis für einen erfolgreichen Einstieg in ein Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis der Mangel an Motivation und die fehlende Fähigkeit, mit Frustration umzugehen ist. Hier setzt Emotion an. Die Maßnahme wurde im Dezember 2007 gestartet und soll 30 Jugendliche, viele unter ihnen mit Migrationshintergrund, in doppelter Hinsicht in Bewegung bringen. Denn Emotion verbindet berufsqualifizierenden Unterricht in handwerklichen Lehrwerkstätten mit Bewegungs- und Tanztraining. Das Training sensibilisiert die Teilnehmer einerseits für das eigene Auftreten, für ihre Körpersprache und Haltung. Andererseits werden durch die Regelmäßigkeit des Trainings Schlüsselkompetenzen für eine spätere berufliche Laufbahn wie Pünktlichkeit, Teamfähigkeit oder Durchhaltevermögen gefördert. Es ist darauf ausgerichtet, auch Teilnehmer ohne tänzerische Vorkenntnisse anzusprechen und einzubeziehen. Nach einer ersten Trainingszeit mit allen Teilnehmern haben die Jugendlichen die Wahl. Einige werden sich zusätzlich zur praktischen Qualifizierung in den Lehrwerkstätten für die Erarbeitung einer Choreografie entscheiden und später als Tänzer an der Aufführung beteiligt sein. Andere werden eine Tätigkeit in den Werkstätten vorziehen. Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie, die Arbeitsgemeinschaft Landkreis Main-Koblenz und die pädagogische Anlaufstelle der Handwerkskammer Koblenz führen diese Maßnahme gemeinsam durch und gehen damit in der Bildungsarbeit mit benachteiligten Jugendlichen neue Wege. Das Tanzprojekt Emotion löste bei den Teilnehmern große Begeisterung aus. Genauso große Begeisterung erwartet man sich auf dem Grundschulfest am 7. April, denn dort werden die Hellewex vorgestellt. Natürlich werden wir dieses Projekt und Emotion weiterhin begleiten. Somit sind wir auch schon am Ende angelangt von HWK TV. Jetzt geht's weiter im Programm von TV Mittelrhein. Machen Sie's gut.